So, hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Heute ist ein Traumwetter und ich bin draußen und möchte mit euch was pflanzen. Eine Sache habe ich schon komplett vorbereitet. Die zeige ich euch. Das ist in so einem kleinen Zinkgefäß. Da habe ich so ein Kappkörbchen, eine Ranunkel, Mühlenbeckie, so ein kleiner Curry und so eine Echeverie. Gerade so schön in den Gelb-Orange-Tönen und einfach nur drei Zweige reingesteckt und zwei Kränzchen gewickelt. Einmal so Strohkränzchen, ich glaube, das war noch übrig von irgendeiner anderen Dekoration, und auch noch mal so ein Mooskränzchen. Ganz einfach über die Äste gezogen. Das so als Deko-Beispiel für den Tisch oder für vor die Tür. Ihr könnt auch eine andere Schale wählen, also es muss jetzt nicht sowas sein, was jetzt irgendwie, wenn ihr sowas Größeres habt und möchtet das bepflanzen. Ich möchte das gerne so bepflanzen, dass man diese Kronkorken noch sieht. Wie das Ganze gemacht wird, das gibt es unter dem Video in einer Beschreibung. Das ist recht aufwendig, aber wer Lust hat, kann sich das gerne, kann es einfach mal gerne ausprobieren. Man könnte das auch mit Fliesen, also mosaikförmig machen. Das geht auch. Ich wollte es jetzt auch in den Farben, weil ich diese Kronkorken schon so gesammelt habe in diesen Farben. Und da möchte ich jetzt ein Ahorn reinsetzen. Ich glaube, das ist kein Zwerg-Ahorn. Der wird auch nur eine Weile drin bleiben und dann kommt er in meinen Garten. Das ist nur für jetzt. Bis ich merke, dass ihm das nicht mehr so gut geht da drin. Das ist eh mit den meisten Pflanzen so. Wenn sie in Töpfen gepflanzt werden, also gerade so größere Sachen, dann möchten die irgendwann schon ein bisschen mehr Platz und sollten dann in den Garten. Viel möchte ich ja nicht reinmachen. Gerade nur so eine Unterbepflanzung dann unter den Ahorn. Einmal auch wieder diese tolle Echeverie, die halt wunderschön mit dem Rot-Orange jetzt ein ganz tolles Farbspiel gibt. Und dann so ein Hausputz auch in dem Rot. Und auch noch mal so diese kleinen alpinen, kann man ein bisschen wegmachen die Erde, dass es schön kompakt wird. Und das kann dann anpflanzen, fast zu wenig, bemerke ich gerade. So, und schon fertig. Jetzt habe ich noch schnell in meinem Garten ein bisschen geplündert. Ich war jetzt nicht in der Gärtnerei oder so. Ich habe jetzt einfach noch aus der Dekoration noch mal so alpine Pflanzen genommen und hier so ein Steinbresch. Ja, das war ein bisschen chaotisch halt. Dann habe das Ganze jetzt noch mal mit Moos abgedeckt, weil ich so die Erde gar nicht so mag, wenn man das sieht. Und setz mir jetzt noch ein paar Steine hier rein. Und einfach so, ich bin mir noch nicht sicher, gerade von diesen bemoosten Zweigen, zwei Stück.
glaube, mehr möchte ich auch gar nicht. Genau. So, lass es. Das kommt jetzt bei mir vor die Tür und ich freue mich riesig, riesig, riesig. Das ist einfach einmalig, das hat keiner. So, ich drehe es einmal kurz. Das war's von mir. Ich hoffe, ihr kommt gut durch die Woche und bleibt gesund und genießt das schöne Wetter. Bis bald. Tschüss.